Jens, können wir loslegen? So, hallo allerseits. Bist du fertig, Holger? Ich wollte noch kurz was einschieben, bevor wir dann ein bisschen in die Materie reingehen, was der über was der EVOID gesprochen hat. Und das kam noch nicht so richtig raus. Wir haben ein neues Team, das Volunteer Engagement Team. Habe ich es richtig geschrieben, ja? Genau, wir sind jetzt gerade im Aufbau. Und da bin ich zufälligerweise dank meines Freundes Yves auch Teamleader geworden. Deshalb wollte ich euch auch ein bisschen animieren, euch da ein bisschen zu informieren. So was wir vorhaben, ist natürlich ein bisschen die freiwilligen User, die wirklich viel beitragen zum Joomla Core und Joomla auch am Leben erhalten, ein bisschen mehr zu unterstützen. Das heißt auch mehr Anerkennung zu zeigen, auch dass die User, die aktiv wurden oder sind, dass sie auch dabei bleiben, am Projekt bleiben. Und natürlich Rekrutierung. Wir sind immer auf der Suche nach Freiwilligen. Wenn ihr Interesse habt, einzusteigen, irgendwo aktiv zu werden, ihr müsst nicht programmieren können. Ihr könnt auch die Dokumentation machen. Ihr könnt Bugs testen. Ihr seid alle willkommen. Sprecht mich an oder Yves oder Bufuk oder wen auch immer. Und da wird uns auf jeden Fall helfen. Weil es sind wirklich Handvoll Leute, die an Joomla arbeiten und viele nutzen es und viele sind abhängig davon. Und viele sind wirklich überlastet. Der Yves macht wahnsinnig viel Arbeit, sein Vollzeitjob im Grunde und so weiter. Und viele andere auch natürlich. So, wird uns auf jeden Fall groß helfen. Und kommt auf mich zu oder schreibt den Jungs oder. Ihr kennt doch sicherlich das Volunteers-Programm, das Volunteers-Portal. Wer kennt es nicht? Noch nie gesehen? Sehr schlecht. Dann zeige ich es euch kurz als Einschub. Guido, was muss ich drücken? Wieso geht das nicht? Ja. Man lernt nie aus, ne? Ja, ich sehe es ja nicht, das ist das Problem. Ich muss ja raten, was ich da mache. Was hat er euch angezeigt? Ich drehe gleich durch. Genau, das ist unser Volunteers-Programm. Das heißt, wenn ihr auf der Suche seid, wo ihr euch beteiligen könnt, wo ihr aktiv sein könnt, da findet ihr auch die Reporte von den einzelnen Teams, von den offiziellen Teams, aber auch von den kleinen Teams, die quasi als Seitenprojekte laufen. Und da findet ihr auch die ganzen, hier sind die Departments-Informationen, hier sind auch die ganzen Teams. Und wenn ihr zum Beispiel nach unserem Team guckt, genau, das ist hier das Engagement-Team. Und da findet ihr auch, was wir so vorhaben. Die Prozesse werden gerade erst entwickelt. Wir haben schon die Umfragen gestartet, von denen Yves geredet hat, mit Beacon. Und wie gesagt, cooles Ding. Und meldet euch an, wenn ihr da noch nicht registriert habt, registriert euch, guckt, wo ihr einsteigen könnt, wo ihr helfen könnt. Würde uns auf jeden Fall helfen. So, jetzt geht's los. Nee, das wollt ihr nicht sehen. Was für ein Chaos. Wie mache ich das? Das ist meine kleine Tochter. Lena. Alright. So, warum mich das Thema überhaupt generell interessiert. Ich habe ja bei der 1:1 gearbeitet, nach dem Studium. Und dann bin ich zu Plesk gewechselt und da habe ich halt sehr viel mit Servern zu tun gehabt oder habe ich immer noch zu tun. Entwickle auch viel und habe viel gelernt und viele Sachen, die vielleicht so ein bisschen schwierig erscheinen, auch für Leute, die noch nie einen eigenen Server hatten, sind in Wirklichkeit nicht wirklich so schwierig. Vor allem, wenn man die richtige Software, die richtigen Tools dafür hat. Und man kann auch sehr gute Ergebnisse erzielen mit sehr kleinen Änderungen. Auch nicht nur bei eigenen Servern wie Cloud-Server oder Root-Server, sondern auch mit Managed-Paketen. Es gibt auch Einstellungen in Joomla, die es einfach machen, schnelle und einfache Ergebnisse zu erzielen. Auch mit Plugins zum Beispiel, mit zusätzlichen Erweiterungen oder halt korrekten Einstellungen. Und so, das war halt die Idee dahinter und das hat mich halt sehr interessiert und da
wollte ich euch ein bisschen was aus meinem Erfahrungsschatz berichten. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, die Systemanforderung, die Joomla halt quasi hat. Und das Minimum bedeutet natürlich aber nicht, dass es gute Versionen sind zu nutzen. Das heißt, was ihr da seht, sind halt die empfohlenen Versionen, und das sind natürlich die Versionen, die auch ihr anpeilen sollt. Das heißt, jetzt PHP 5.3 nutzt heutzutage keinen, das ist ja schon lange schon ausgestorben. 5.6 ist auch schon veraltet, also darf die 7 gehen. Bei den Servern, wir unterstützen Office 3 Server, aber die MySQL wird im Grunde für 99,9% benutzt. Das heißt, Server, die nicht so oft benutzt werden, die werden auch nicht richtig getestet. Klar, wir unterstützen sie offiziell immer noch, und die Pages und alles, was die Datenbank anbetrifft, die schreiben wir für alle drei Datenbanksysteme. Aber so richtig getestet wird eigentlich mit MySQL. Das heißt, MySQL macht Sinn zu benutzen. So. Und Apache Nginx, dazu sage ich ein bisschen mehr. Was das Betriebssystem angeht, wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel eine eigene Linux-Distribution zu installieren, dann das ist für mich eher so eine Glaubensfrage, weil für die Anforderungen, die wir haben an dem Betriebssystem, die unterscheiden sich nicht groß. Das heißt, man kann Ubuntu nehmen, CentOS, alles, was es gibt. Ich persönlich nutze für meine Projekte CentOS 7, aber ich kenne noch viele, die Ubuntu 16.4 nutzen, und im Grunde am Ende des Tages nutzen wir alle den gleichen Webserver, die gleiche Datenbank, Software. Da gibt es keine großen Unterschiede. Was die Webserver angeht, was meine bevorzugte Kombination ist, dass ich die Prozesse, die Request-Verarbeitung selber mit Apache mache, aber Nginx als Proxy-Server quasi davor schalte. Das heißt, die Requests gehen zum Nginx zuerst. Wenn es dynamische Requests sind, wenn ich irgendwelche Informationen aus der Datenbank brauche, werden sie an Apache weitergeleitet. Der erstellt mir quasi den Output, den HTML-Output, und leitet halt zurück. Und der Proxy und der Nginx halt quasi schickt mir den Request zurück, oder den Response quasi an den Client. Was natürlich sehr stark ist, Nginx kann auch die statischen Dateien direkt ausspielen. Das heißt, wenn der Request reingeht und statische Dateien werden angefragt, wie Bilder oder JavaScript oder CSS-Dateien, die werden dann direkt vom Nginx quasi verarbeitet, und da ist auch keine Kommunikation zwischen den Servern. Und was natürlich wichtig ist, generell ist natürlich, wenn wir über Webserver reden oder halt Anfragen, ist natürlich die Latenz klein zu halten, und das heißt die Übertragungszeit. Wenn man zum Beispiel viele Besucher, internationale Besucher hat, macht natürlich ein CDN, Content Delivery Network, Sinn. Aber für normale Websites, die man hat, macht das eigentlich weniger Sinn, und ist auch ein Kostenfaktor. Zum Beispiel für mein Projekt, für mein Extensions-Projekt, ich habe halt sehr viele, 70, 80% kommen aus dem Ausland, Requests. Deshalb macht für mich ein CDN Sinn, weil ich habe viele Requests aus den USA, Japan, Russland. Ja, du brauchst ihn natürlich nicht. Du kannst auch Nginx only arbeiten. Zum Beispiel, ich mache viele Änderungen. Zum Beispiel, ich kenne mich zum Beispiel besser mit der htaccess, und das ist eine Konfigurationsdatei für den Apache. Viele Sachen sind gut durchgetestet. Ich könnte. Ja, warum nicht? Ja, Nginx verarbeitet die Anfragen ein bisschen, ist performanter, ist ein bisschen schneller. Das heißt, für solche Sachen wie statische Dateien, der antwortet halt schneller, der verarbeitet die Anfrage schneller. Das heißt, da gewinnst du halt wieder an Performance. Und die Requests mache ich halt über den Apache, weil der halt ein Bewerter ist, und ich habe halt mehr Spielraum, mehr Möglichkeiten, mehr Konfigurationseinstellungen, wie Headers, Expire, Cache Control. Darauf kommen wir noch zurück. Genau, CDN, wie gesagt, für mich lohnt sich, für die meisten Seiten lohnt sich nicht. Nutzen. Das ist so das Wichtigste. Ozan, bist du da? So, das ist so, im Grunde habe ich vorhin mit Ozan darüber gesprochen, von hosting.de. Genau, was ist so das Wichtigste, was man ändern kann und was am einfachsten ist, wenn man Joomla 3.x, 3.5 nutzt oder höher, ist die PHP-Version umstellen. Das ist der einfachste und schnellste Hebel, um richtig viel Performance-Gewinn zu erreichen. Ihr könnt sogar den Rest, also wenn ihr hier rausgeht und ihr könnt alles vergessen, aber merkt euch, wenn ich noch nicht auf PHP 7 bin, auf PHP 7 umsteigen. Das gibt euch einen fetten Boost. Die 7er kam ja Ende 2015 raus. Und wir sind jetzt bei 7.1.9, und die wird auch komplett unterstützt von Joomla, von der aktuellen Joomla-Version. Und für mich persönlich gibt es keinen Grund, nicht auf PHP 7 umzusteigen. Ich weiß, es gibt noch alte Legacy-Extensions, Komponenten, aber
Da muss man updaten, muss man aktualisieren, muss man Alternativen finden, weil das ist, da könnt ihr wirklich Performance, brutale Performance rausholen. Und ich zeige euch gleich noch eine kleine E-Bike-Ausgabe. Also 7.1 und 7.0 funktionieren eigentlich beide. Klar, es gab natürlich ein paar Änderungen in der 7.1er, aber 7.1 wird dort auch genauso unterstützt. Okay, ist mir nicht bekannt, also was ich bis jetzt erlebt habe. Ja, und wahrscheinlich sind das Third-Party-Extensions, also nicht Joomla-Extensions. Okay, also Joomla Core unterstützt komplett 7.1er-Version, aber muss halt ausprobieren. Das Gute ist, wenn du die PHP-Version änderst, kannst du sie ja on the fly wieder zurückändern und das wieder funktionieren. Also ich habe noch nichts Negatives erlebt, also außer wahrscheinlich hast du sogar mehr Performance. Meinst du generell oder von 7.0 auf 7.1? Haben die sogar nochmal Performance? Okay, weil ich habe hier noch einen Debug, also so eine kleine Output-Ausgabe, also wie nennt man das? Debuggen, nicht Debuggen. Test, wie nennt man das? Ja, so ein Test, wo man den Speicher testet. Speicherauslastung. Wie hören wir? Performance-Test, genau. Habe ich Performance-Test gemacht, guter Mann. Und ihr werdet sehen, also die Änderungen sind krass, vor allem ist es nur eine kleine Seite, aber wenn du eine große Seite wie ein E-Commerce-Shop oder wie auch immer hast, dann wird natürlich, das ist signifikant, das ist, und vor allem du nimmst viel Last von der CPU weg, von deinem Webserver weg, du kannst mehr Requests bearbeiten, das ist halt nur positiv für dich. Was ich noch empfehlen würde, wenn es um PHP geht, natürlich sollte man Fehler in der Entwicklungsumgebung alle anzeigen, auch alle protokollieren, ganz wichtig, wenn man was entwickelt. Wenn man die Webseite entwickelt, schreibt oder Extension schreibt, soll man natürlich sehen, ob Fehler produziert werden, weil die will man ja nicht irgendwie dann ausrollen und dann irgendwie den Webserver voll machen mit den Logs. Aber im Produktionssystem, da sollte man die deaktivieren, weil ist auch ein Sicherheitsproblem, dass man halt die Pfade nicht auslesen kann und solche Sachen. Und PHP nicht als Apache-Modul benutzen. Ich meine, mit Apache kann man ja Module nachladen und PHP könnte man theoretisch auch nachladen. Das ist ganz schlecht, da hat man diese Permission-Probleme. Mission Write Probleme, www.run und so, kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Vergangenheit. Und was natürlich, sollte man als CGI-Prozess ausführen, FPM zum Beispiel gibt es ja. Und ist halt die bessere Anbindung. Und vor allem ist es auch performanter und besser in der Verarbeitung bei stark frequentierten Seiten. Und da habe ich einen Test gemacht. Das ist die, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, die normale Debugger-Ausgabe von Joomla. Wenn ihr Debug aktiviert, und dann halt die Seite aufruft, habt ihr unten diese Tabs oder diese Slider. Und da seht ihr, wie viel Speicher verbraucht wurde, wo ihr wart, in welcher Prozess, wie lange gedauert hat. Und da seht ihr, das war zum Beispiel ein Test mit der letzten 5.6-Version. Und das war eine Sample-Data-Installation, also ganz normale Installation, ohne extra Extensions, ohne extra Erweiterung. Und ja, zum Beispiel hier in der Datenbank wurde 62 Millisekunden verbraucht und 8,5 Megabyte an RAM, an Speicher. Arbeitsspeicher. Genau. Und dann habe ich einfach nur auf PHP 7 und das war noch die PHP 7.0 Preview-Version, das heißt, wir sind jetzt noch weiter. Und da gab es die Steigerung, also der gleiche Request, die gleiche Ausgabe hat sich nicht geändert, nur die Verarbeitung wurde mit PHP 7 durchgeführt. Da seht ihr, wir haben nur noch 38 Millisekunden für die Abfragen gebraucht und nur 2,4 Megabyte. Also fast doppelt so schnelle Verarbeitungszeit, also in der Datenbankanbindung. Datenverbindung und Arbeitsspeicher wurde um 75% reduziert. Also ihr tut euch damit was Gutes und natürlich kriegt der Kunde, also das ist auch spürbar, wenn man auf 7.1 umstellt und eine Seite hat, die wirklich ein bisschen träge ist, die wird spürbar performanter. So, kommen wir zum Cache. Also erstmal den Cache, den Joomla anbietet, kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Wir haben zwei verschiedene Ansätze, den System in den globalen Einstellungen, den System Cache. Da haben wir konservativen Cache und den, wie hieß der andere? Der progressive Cache. Genau, der konservative ist eher kleiner und der progressive ist ein bisschen größerer Cache. Der rendert zum Beispiel, cache auch die Modulausgabe zum Beispiel. Man kann auch gezielt Module zum Beispiel cachen oder nicht cachen. Und die andere Variante ist natürlich das Cache-Plugin.
mit dem man die komplette Ausgabe, HTML-Ausgabe quasi als statische Datei ablegen kann. Und beim nächsten Request wird einfach die statische Datei geladen. Das heißt, man verzichtet auf Datenbankzugriffe, muss halt nichts neu auswerten. Probleme könnte es natürlich geben bei dynamischen Sachen wie Counter. Solche Sachen werden natürlich nicht neu eingelesen. Das ist immer so eine Sache, die man abwägen muss. Zum Beispiel Formularen macht es vielleicht weniger Sinn, die Formulare zu cachen, wenn man da zum Beispiel Recapture, wie auch immer, Sachen einblendet. Und seit neuestem geht es auch mit dem Cache-Plugin, aber als Tipp, das ist eine Extension, die ich geschrieben habe, mit dem Plugin, mit dem könnt ihr die Dateien, die quasi komprimiert vom CPU on the fly komprimiert werden müssen, wenn sie übertragen werden, die werden als komprimierte Dateien, also als binär statische Dateien, abgelegt und quasi direkt an den Browser geschickt. Da spart ihr euch nochmal die CPU-Verarbeitung. Das kleine Tipp könnt ihr euch mal anschauen, ist auch kostenlos komplett und basiert natürlich auf dem offiziellen, also auf dem Core Page Cache Plugin. Yes. Yeah. Yes. You can turn it off. You don't need it anymore. No, it doesn't play any role. Of course, on the first loading process, it can play a role if you have already cached a module position or module output, but it doesn't play any role if you are loading the complete output that is saved by the plugin cache plugin. So what I would do, I would switch it off in the global settings and just use the plugin. Yes, this is, you can do, I'm not sure what the current development of the core plugin is, but in my plugin, the page cache extended, you can exclude components, separate URLs, and I think even more things. So you can exactly say where you want, what page you want to cache and whatnot. So take a look at PCE, it's for free, Joomla extension. Oops. Nee, bist du unschuldig? Okay, Stefan. Geht nochmal durch. Genau, und dann wollte ich euch, dann habe ich natürlich ein paar Tests gefahren. Nicht, dass ich euch irgendwas erzähle und ihr glaubt mir das und wie auch immer. Ich wollte euch natürlich zeigen, dass es auch wirklich was bringt. Das ist wieder normale quasi, nicht verunsichern lassen, Memcached, so heißt die Seite, aber da war Memcached noch gar nicht aktiviert. Aber jetzt sehe ich das Bildchen. Das ist halt normal, ihr kennt wahrscheinlich alle, wenn man aus Versehen die Taste drückt, F12, danke Guido. Da sieht man so ein Web-Developer-Tool angezeigt. Und dann, wenn man auf den Network-Tab geht, dann sieht man natürlich die ganzen Requests, die der Browser quasi an den Server geschickt hat und auch die Rückantworten vom Server. Und damit könnt ihr natürlich auslesen, was wie lange gebraucht hat, was man alles geladen hat, welche Dateien geladen wurden, was für einen Request man hat, welchen Statuscode man hat. 200 ist halt, war erfolgreich, ist ein GET-Request. Und das ist halt, was ich nachgeladen habe. Und das nochmal im Detail. Da seht ihr zum Beispiel, okay, die HTML, also die Generierung des ersten Responses, das heißt, der HTML-Output, also der Source-Code der Seite, die geladen wurde, hat halt ziemlich lang gedauert, weil hier passiert natürlich alles, was die Ausgabe ausmacht. Das heißt, die Datenbankabfragen passieren da. Da wird einfach der Code zusammengesetzt, die Ausgabe zusammengesetzt. Das ist halt der Output der Anfrage. Und was der Browser dann natürlich macht, wenn CSS-Dateien oder JavaScript-Dateien inkludiert sind in dem HTML-Code, dann lädt er quasi die Datei natürlich in weiteren Requests nach. Question? Hast du Frage? Ja? Okay. Guckst du hin? Okay. In dem Fall habe ich halt nur ein 0-Byte JPEG gehabt, aber spielt ja keine Rolle. Aber auf jeden Fall, JavaScript wurde halt viel geladen. Da ist jQuery dabei, jQuery Minify, whatever, Form Validator, wie auch immer. Und ihr seht, das Ganze hat dann 14 Requests gemacht, hat da oben sieht man es, und 888 Kilobytes war das groß und 2,87 Sekunden hat es gebraucht. Relativ lange, war auch ein kleiner Server nur zum Testen, zum Spiel, aber für eine normale Vanille, also eine normale Cast-Seite, die eigentlich keine großen Informationen bietet, muss schon ziemlich viel geladen. 2,87 Sekunden dauert, ist natürlich lange Zeit für so eine Seite. Dann habe ich das Ganze natürlich probiert mit dem Page-Cache-Plugin. Das heißt, hier habe ich nochmal im Detail. Hier habe ich natürlich den Output. Die einzelnen Anfragen an die statischen Dateien haben sich ja nicht geändert. Ich habe sie natürlich nochmal neu eingelesen und die haben natürlich genauso lange gebraucht, plus minus ein paar Millisekunden, je nachdem, wie die Latenz gerade war. Aber ihr seht, dass hier ein Riesenschub ist. Also von wie viel waren es vorher?
Genau, 300 und 100, wie viel? 1557 Millisekunden, also 1,5 Sekunden hat die Verarbeitung, die Zusammensetzung des Outputs gedauert. Und wenn ihr die statische Datei ladet, dann dauert es nur noch 78 Millisekunden. Das heißt, die Datei, die vorliegt, die wird einfach direkt zurück zum Browser geschickt. Das heißt, ihr spart euch hier schon über 1,5 Sekunden. Und das bedeutet, die Anfrage hat natürlich genauso viele Requests, weil ich habe ja nichts zusammengefasst. Ich habe die einzelnen Dateien, die geladen werden müssen, werden immer noch geladen. Aber ich habe nur noch 588 Kilobyte und 1,2 Sekunden. Also fast mehr als doppelt so schnell. Nur weil ich die gecachte Version nutze. Das ist die Joomla-eigene gewesen. Und man kann es natürlich noch auf die Höhe treiben, wenn man zum Beispiel die einzelnen Dateien zusammenfasst. Ihr kennt wahrscheinlich JCH Optimize als Beispiel. Das ist so das Nonplusultra, was ich auch gerne einsetze. Kann natürlich Probleme liefern, wenn man zum Beispiel JavaScript-Dateien zusammenfasst, dass man da JavaScript-Konflikte bekommt. Muss man gucken, dass man auf einzelnen Seiten bestimmte JavaScripte ausschließt. Ist halt dann ein kleiner Mehraufwand. Aber auch allein die Standardeinstellung bringt einen riesigen Boost. Da seht ihr hier, da habe ich noch einen Test gemacht mit JCH Optimize und Pashcache. Da seht ihr nur, wie viele wenige Requests wir haben, weil, was passiert hier? Hier haben wir die HTML, ist natürlich auch 78, ist natürlich auch gecached, ganz normal, spuckt da raus. Aber ihr seht, dass wir die CSS und die JavaScript-Dateien zusammengefasst haben. Das heißt, statt jede einzelne Datei einzeln zu, also jede Datei einzeln zu holen, wird quasi eine einzelne Datei, eine große Datei geladen. Und ist natürlich dann größer in der Anzahl. Aber wir haben halt nur einen Request. Das heißt, darauf komme ich noch zurück. HTTP 2 hat sich jetzt ein bisschen geändert. Das bringt natürlich den meisten Boost bei dem älteren Netzwerkprotokoll HTTP 1.1. Weil für jeden einzelnen Request muss man halt wieder einen TCP-Tunnel aufmachen, Handshake machen, Schlüssel austauschen. Und das frisst halt an der Performance. Und hier hat man halt nur einen Request und liefert quasi die ganzen Daten über einen Kanal. Deshalb dauert es auch nur 41 Millisekunden. Und wir haben hier, wie viel haben wir da? 370 Kilobyte und 0,7 Sekunden. Das heißt, von 2,8 sind wir schon runter auf 0,7 und die Ausgabe ist genau die gleiche. Es hat sich nichts geändert. Die Ausgabe funktioniert genauso, aber ihr spart schon über 2 Sekunden. Also es macht auf jeden Fall Sinn. Guckt euch Cache an und versucht Cache auf jeden Fall zum Laufen zu bringen. Und dann müsst ihr natürlich gucken, wenn ihr wirklich solche Sachen habt. Also es kann zu Konflikten kommen, das müsst ihr einzeln behandeln. Und Seiten wie Formulare oder solche Sachen, die dynamisch halt geladen werden oder über Ajax-Requests, die würde ich auch ausschließen. Aber so Informationsseiten oder Einstiegsseiten, das macht auf jeden Fall Sinn, dass ihr da ein bisschen pusht. Ja. Ja. Richtig. Ah, darüber habe ich vorhin gesprochen. Ja, warte. Vielleicht kam es nicht richtig rüber. Hier was, glaube ich. Genau. Das obere, das ist das, was du meinst in globalen Einstellungen. Und das untere ist das Plugin. Und die haben eigentlich nicht, die cachen beide, aber die haben einen anderen Ansatz. Das Plugin cacht die komplette Ausgabe, wobei der System Cache cacht halt einzelne Elemente der Ausgabe. Zum Beispiel Datenbankabfragen werden halt separat abgelegt, damit die schneller wieder geladen werden. Also in Joomla selber meinst du global. Theoretisch könntest du auch parallel laufen lassen, aber macht keinen großen Sinn. Also ich würde es dann deaktivieren in globalen Einstellungen und nur das Plugin benutzen. Weil im Grunde muss es ja wirklich nur einmal generieren. Gut, dann hast du halt von 3 Millisekunden, 3 Sekunden, wie auch immer, Ladezeit. Aber bei allen weiteren Requests gibst du ja sowieso nur die statische Seite aus. Da macht es auch keinen Sinn. Also die Einstellungen greifen dann gar nicht, die Systemeinstellungen. Also nur wenn die Seite halt neu generiert werden muss, dann würde der Cache auch, aber dann hast du doppelt gemoppelt. Also ich würde es nicht machen. Wird einfach nur das Cache-Plugin benutzen. Außer du hast irgendwie so einen Counter auf jeder Seite, dann wird es natürlich schwierig. Also irgendwie dynamische Elemente auf jeder Seite. Machen wir heutzutage ja nicht mehr. Also. Deshalb so ein Visitor-Counter oder sowas. Also rausschmeißen, alles rausschmeißen, was dynamisch, also was nicht wirklich unbedingt gebraucht wird auf der Seite. Natürlich könnt ihr auch serverseitig cachen und es ist auch voll unterstützt mittlerweile. Wir haben ja Redis-Unterstützung, Memcached-Unterstützung, Varnish könnt ihr anbinden. Das funktioniert jetzt alles. Aber ich hab auch vieles getestet und so und ganz ehrlich, also der Gewinn an der Performance ist minimal größer. Aber der Aufwand, das Ganze zu warten und
einzustellen und konfigurieren, ist sehr, sehr groß. Das heißt, es lohnt sich wirklich nur bei wirklich großen Seiten. Und ich glaube, so 99%, 95-90%, da reicht der System, der Cache vom Joomla aus. Also meiner Meinung nach, also was ich getestet habe. Das war ein Test mit Memcached, da habe ich das auch aktiviert. Und das ist ein Lasttest, Performance-Test. Und da habe ich eine gewisse Anzahl an Concurrent User, heißt es, also konkurrierende User, die pro Sekunde auf die Domain, quasi auf den Server zugreifen. Und da seht ihr, was zum Beispiel ohne Memcached, also ohne irgendwelches Caching. Und das war so ein kleinerer Server. Und der ist mir hier bei ungefähr bei 5, hier sieht man leider schlecht, hier sind die Anzahl der Konkurrenten, also der parallelen Zugriffe oder Requests. Und bei 50 ist er mir schon abgebrochen. Da hat er nur noch 500 oder 400, wie auch immer, not available zurückgeliefert. Dann habe ich den gleichen Test, aber mit aktiviertem Memcached gemacht. Also nichts geändert, nur Memcached auf dem Server aktiviert. Und da seht ihr, dass der Server erst hier, das ist die Anzahl, die Millisekunden, die Verarbeitungszeit, wie schnell der Server antwortet. Und hier hat er schon Probleme bekommen und hier ist er mir abgeraucht. Und das war erst hier oben bei ungefähr 400, wenn ich es richtig sehe, 400, 450 parallele Zugriffe pro Sekunde. Das heißt, allein durch das Aktivieren von Memcached habe ich so viele Requests verarbeiten können. Also das hilft natürlich dann, Server online zu halten, wenn man so einen Peak hat, wenn man zum Beispiel so eine Aktion am Wochenende hat, also wenn man, keine Ahnung, Sachen verkauft oder wie auch immer, E-Commerce hat. Aber generell ist halt ein bisschen aufwendiger und man muss halt natürlich mehr Sachen auf dem Server tun und es ist nicht so einfach, da muss man jemanden haben, der sich auskennt. Aber in den meisten Fällen braucht man das nicht. Oder wenn man eine DDoS-Attacke hat, würde den Server auch länger aufrechterhalten. Aber bei solchen Sachen würden sich natürlich Dienste wie Cloudflare oder wer auch immer so als Proxy-Server natürlich mehr eignen, die darauf spezialisiert sind, solche DDoS-Attacken abzufangen. Genau. Und, yes, sure, sure. Yeah, yeah. Right, right. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah, I know. Yeah, I know. Yes, yes. I know the problem, I know the issue. Das Problem ist, wenn man zum Beispiel Memcached, die haben keine, aus Sicherheitsgründen ist es auch ein bisschen problematisch, wenn man so Shared Hosting hat, darf man eigentlich Memcached nicht benutzen oder man muss das irgendwie gezielt irgendwie so umschreiben, weil Memcached benutzt einen gemeinsamen Shared, also Shared Local Storage. Und es gibt keine Authentifizierung oder wie auch immer, keine Abfrage, der Request auf den Cache, also auf den Storage kommt. Deshalb hat er das Problem gehabt, er hat eine Seite dupliziert und dann wurde der Cache von der einen Seite auf von der anderen Seite geladen, in die Seite reingeladen. Weil es gibt da keine scharfe Trennung. Deshalb sollte man zum Beispiel Memcached benutzen, wenn man zum Beispiel einen eigenen Server hat, wo man nur eigene Sachen oder nur eine Web oder Domain halt laufen lässt. Oder man muss halt andere Alternativen suchen, wie, ich weiß nicht, was Redis, glaube ich, würde funktionieren. Genau, was das macht, es macht eigentlich nichts anderes, als einfach die Datenbank, die Objekte, die man zum Beispiel über eine externe Requests oder wie auch immer bekommt, zum Beispiel Datenbankabfragen oder API-Calls, die werden im RAM abgelegt, also Arbeitsspeicher, und darüber dann bei den nächsten Requests werden einfach über den Arbeitsspeicher geladen. Und das ist natürlich wirklich super performant, weil wenn irgendwas aus dem Arbeitsspeicher geladen werden kann, ist natürlich sehr schnell. Vor allem, man hat auch nicht, wenn man externe API-Calls hat, hat man auch nicht wieder die externen Aufrufe und die Latenzen zwischen den Maschinen. Genau, was man braucht natürlich dafür, man muss die Software selber installieren auf dem Server und man braucht natürlich das PHP-Modul. Also es ist etwas eher was für fortgeschrittene User oder man hat vielleicht einen Hoster, der es bereits implementiert hat. Aber da muss man aufpassen, dass man auf solche Sachen nicht stößt. Genau, also ganz ehrlich, also wie gesagt, natürlich könnt ihr damit viel erreichen, aber es ist ein bisschen aufwendiger. Und jetzt kommt das, was ich vorhin gemeint habe, HTTP2 ist ja das neue Protokoll, das neue Netzwerk, also die neue Revisionsnummer des Netzwerkprotokolls. Ihr kennt wahrscheinlich HTTP 1.0, 1.1, hat sich hier weiterentwickelt und dann haben wir dieses Speedy gehabt und jetzt ist HTTP2 als Standard quasi eingeführt und das ist ein Client-Server-Modell und im Grunde hat man einen Browser, der mit einem Server kommuniziert, also zwei Maschinenpunkte, Knotenpunkte, die miteinander kommunizieren
In unseren Fällen oder in den meisten Fällen ist es halt ein Browser, der mit einem Server kommuniziert. Und da hat man natürlich großen Wert gelegt, wie kann man die Performance steigern, was kann man machen, um die Performance besser zu machen. Und da gab es halt mehrere Änderungen. Und die wichtigste waren natürlich, wie man die einzelnen Pakete packt, also verpackt, wie man sie zwischen den Knotenpunkten transportiert. Und da hat man halt verschiedene Sachen eingebaut, die man auch hier sieht. Multiplexing zeige ich noch, noch ein kleines Bildchen fürs Verständnis, dass man halt eine einzige Verbindung aufbaut und nicht jede einzelne Datei, für jede einzelne Datei einen Request, einen Tunnel aufmacht, so einen Kanal aufmacht, sondern es wird nur ein Kanal aufgemacht und alle Dateien oder alle einzelnen Dateien können über diesen einen Kanal quasi transportiert werden. Das ist zwar eine der Änderungen. Dann hat man noch Pipelining, dass man mehrere Requests quasi auch nacheinander schieben kann, ohne zu warten, was eigentlich die Gegenseite antwortet. Und sowas wie proaktive geschickt, das heißt, wenn man zum Beispiel HTML anfragt und der Server weiß ganz genau, dass da zum Beispiel als nächstes CSS, also CSS eingebunden werden, dann wird auch auf jeden Fall vom Browser natürlich der Request kommen, gib mir die CSS-Datei. Das heißt, der Server kann bereits proaktiv auch die CSS-Dateien quasi nachschieben oder die JavaScript-Dateien, alles, was nochmal extern angefragt werden müsste. So, und das wurde halt jetzt implementiert und man erreicht 10 bis 15% Performance-Gewinn dadurch. Und was noch geändert wurde, es wird nicht textuell übertragen, sondern binär. Das heißt, alles wird binär übertragen, geht noch schneller und halt wieder zusammengesetzt auf der Gegenseite. Und das gibt es seit Apache 2.4.17, also die meisten sind wahrscheinlich schon auf der höheren Version. Deshalb ist es wichtig, dass natürlich beide Seiten HTTP2 unterstützen, das heißt der Browser und der Server. Noch kurz zum Multiplexing. So funktioniert es. Das war die 1.0er-Version noch. Das heißt, für jede einzelne Datei, die angefragt wurde, wurde quasi ein Kanal geöffnet. Da hat man natürlich den Overhead mit dem TCP-Handshake und man muss die Keys austauschen, ob man auch wirklich der ist, der auf der Gegenseite erwartet wird. Und dann wurde das Bild halt oder die Daten wurden dann übertragen. Und was man jetzt zum Beispiel in HTTP2 hat, ist, dass man nur einen Kanal braucht. Und da entfällt der ganze Overhead mit den einzelnen Kanälen. Genau. Und das Gute ist, wir haben auch sehr gute Browser-Kompatibilität. Sogar Internet Explorer seit der 8. Version unterstützt HTTP2. Das heißt, sehr gut. Und alle anderen natürlich schon lange. Chrome ist schon seit 29 dabei. Und ich weiß gar nicht, warum die Farben jetzt blau sind, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall haben wir eine volle Unterstützung. Also alles, was aktuell ist, wird unterstützt. Wenn du mit IE6 drauf gehst, dann wird natürlich als Fallback der Server sagt, okay, er weiß, dass HTTP2 nicht unterstützt wird. Dann schickt er natürlich die HTTP1 über 1.1 aus. Also nutzt er das ältere Netzwerkprotokoll, die Version. Und genau, so könnt ihr es testen. Als Beispiel. Seht ihr es sofort in der Web-Developer-Tools, wenn ihr auf der rechten Seite im Network-Tab seid, dann könnt ihr einfach gucken, okay, welche URL habe ich aufgerufen, GET. Da seht ihr auch den Status-Code, 200 ist okay, super. Und hier ist die Versionsnummer des Netzwerkprotokolls, welche benutzt wurde. Und ihr seht, das Ganze wurde über HTTP 2.0 übertragen. Und es gibt auch externe Tools, wie von KeyCDN. Da könnt ihr einfach die Domain eingeben und dann spuckt euch raus, okay, wird das unterstützt oder nicht. Bist du up to date oder nicht? Und ILPN, das ist so eine Extension für TLS, das Boot Layer Security für das Protokoll, für das Verschlüsselungsprotokoll. Und das ist, wie heißt das, Application Layer Protocol Negotiation, das quasi behandelt das Netzwerkprotokoll, welches benutzt werden. Und das ist halt natürlich sehr wichtig, wenn du zum Beispiel HTTP2 nicht unterstützt, dann können sie miteinander quasi aushandeln, dass sie 1.1, das 1.1 benutzt wird. Das ist, in den meisten Fällen ist es aktiviert. HTTP 2.2, Moment. Genau, HTTP 2 setzt, also laut Requirements setzt es zum Beispiel eine HTTPS-Verbindung, also eine geschützte Verbindung, nicht voraus. Aber die ganzen Browserhersteller und alle haben sich darauf geeinigt, dass man das nur in einer verschlüsselten Verbindung quasi nutzt. Also rein spezifisch, also die Spezifikation, sie setzt kein HTTPS voraus, aber in der Praxis wird HTTP2 nur auf verschlüsselten Seiten quasi geladen. Jetzt kommen wir zur Kompression. Ido?
Ja, geht ja. Genau, Kompression, genau, das ist genau das gleiche Problemchen, oder genau das gleiche, was wir mit PHP 7 haben. Heutzutage gibt es eigentlich keine Probleme von auf Browserseite oder auf Serverseite Kompression zu nutzen, zu aktivieren. Deshalb nutzt es. Es bringt auch wirklich sehr viel, vor allem für mobile Netzwerke, weil im Grunde, wenn man unterwegs ist, das frisst nicht viel CPU, die Dateien zu komprimieren und auf der Gegenseite zu entkomprimieren. Vor allem, wenn man so bewährte Kompressionsverfahren wie gzip nutzt. Und das ist ja der Standard heutzutage. Aber zum Beispiel per Default ist es bei vielen deaktiviert, weil es kann natürlich zu Problemen kommen, zu Kompressionsproblemen, wenn man doppelt komprimiert oder wie auch immer, durch die Software, aber auch durch den Server. Deshalb ist es meistens per Default deaktiviert, aber sollte immer benutzt werden, sollte immer aktiviert werden. Und das, im Grunde ist es relativ einfach, wie es funktioniert. Wenn man einen Request absetzt, dann im Header steht, welche Kompressionsverfahren oder Algorithmen unterstützt werden von dem Browser. In dem Fall haben wir zum Beispiel Accept Encoding, JSIP, Deflate. Und der Server weiß dann genau, okay, ich kann dann die Informationen, die Daten, kann ich dann mit diesem Kompressionsverfahren ausliefern. Und meistens ist es auch gzip, weil Deflate im Grunde auch gzip benutzt. Oder gzip benutzt Deflate, also die Algorithmen. Und du schickst einfach eine komprimierte Ausgabe zurück. Und dein Browser muss es natürlich für dich dann quasi entschlüsseln, bevor er dir den Inhalt anzeigt. Aber der Kanal, die Übertragung geschieht verschlüsselt, komprimiert meine ich. Genau, also die Datenmenge wird wesentlich kleiner und da muss man auch weniger übertragen. Natürlich ist dann die Übertragungsgeschwindigkeit auch größer. Und vor allem, aber was man nicht verwechseln sollte, ist gzip ist nicht zip, weil zip, was wir kennen, das zip-Archive, da werden halt einzelne Dateien verschlüsselt. Bei gzip kann man auch den Vorteil nutzen, dass wenn man mehrere Dateien hat, auch die redundanten Dateien werden quasi miteinander verschachtelt. Deshalb hat man so tar-gz-Pakete sind meistens viel kleiner als die normalen .zip-Pakete. Wenn ihr zum Beispiel Joomla runterladet, dann seht ihr, dass die tar-gz meistens mehrere Megabyte kleiner ist, weil die ganzen Dateien in Anspruch quasi für den Algorithmus für das Verkleinern benutzt werden. Bei ZIP werden immer nur die einzelnen Dateien quasi angeschaut. Deshalb macht es auch Sinn, tar-gz, also gzip quasi zu nutzen und tar-gz. Genau, was braucht man dafür? Wenn man Apache nutzt, hat man Module dafür. Mod Deflate ist bei den meisten installiert oder Mod gzip. Und Nginx ist das Nginx HTTP gzip Module. Aber meistens, also was ich mir ist, weiß nicht, Ozan, kennst du irgendeinen Hoster, der das nicht aktiviert hat? Das ist eigentlich Standard. Also im Grunde ist es immer aktiviert. Deshalb könnt ihr das auch in eurem Joomla aktivieren. Die einfachste Möglichkeit in Joomla wäre, ist natürlich, wenn ihr in die Einstellungen geht und dann geht ihr auf Server-Tab und da gibt es gzip Page Compression, ich weiß nicht, wie heißt es auf Deutsch, gzip Komprimierung aktivieren oder sowas und dann auf Ja setzen. Was passiert dann? Dann wird natürlich, das ist natürlich nicht die beste Lösung, weil da wird on the fly über PHP quasi abgefragt, ob gzip oder die Kompression unterstützt wird und dann wird halt quasi über PHP wird komprimiert. Was natürlich besser wäre, das ist natürlich ein bisschen Overhead, aber es hilft natürlich trotzdem, die Sachen zu verkleinern. Was natürlich besser ist, wenn ihr serverseitig quasi angibt, dass ihr komprimieren wollt. Und das ist zum Beispiel, was hier noch passiert, hier werden nur Sachen komprimiert, die über das Joomla-System laufen. Das heißt, nur der HTML, der erste Request, der erste Response ist gzip. Aber die ganzen anderen statischen Dateien, wenn nichts ändert, werden nicht komprimiert übertragen. Das ist nur, wenn was über das Joomla-System geht und nicht die statischen Dateien. Was natürlich mehr Sinn macht, ist natürlich, wenn ihr zum Beispiel auf Apache macht, schreibt ihr euch eine Regel über die .htaccess. Und da könnt ihr natürlich angeben, dass ihr für bestimmte Sachen, zum Beispiel für Text, also HTML-Ausgabe, Text oder CSS-Dateien, JavaScript-Dateien, halt das Komprimierungsverfahren nutzen möchtet. Und dann werden entsprechend die Anfragen quasi so behandelt und direkt komprimiert und übertragen. Und der große Vorteil ist natürlich, dass ihr auch andere Sachen komprimieren könnt, wie JavaScript oder CSS oder Bilder natürlich nicht. Aber halt alles, was Text geworden ist. Genau, das ist natürlich sinnvoller, das direkt quasi als HTTP-Access-Regel oder in den Jinx in die Web-Config zu schreiben. Aber natürlich nicht den Code, sondern einen anderen Code. Da müsst ihr nachschlagen bei Google, was ihr für Nginx nutzen könnt. Genau, also nutzen ist wirklich Standard und viele nutzen es nicht. Also ich sehe so viele Seiten, die es nicht nutzen, obwohl es eigentlich schon alles da ist. Einfach aktivieren und es läuft. Du brauchst es dann nicht in Joomla, weil
Ja, genau, weil da kann es passieren, dass du doppelt komprimierst und das willst du ja nicht. Dann kriegst du so ein Brrr, so ein Gewurschtel, was keiner lesen kann. Genau, also da deaktiviert lassen, machst lieber auf Serverebene, geht schneller, du musst nicht über PHP komprimieren, der Server macht das schon richtig. Was? Ich bin erst bei der Mitte. Der winkt mir schon, dass ich eigentlich aufhören muss. Nee, ich habe es am Anfang ein bisschen verpeilt mit meiner. Okay, wichtig, SSL, TSL, ganz, ganz wichtig heutzutage. Bei den meisten Hostern geht es, ihr könnt sogar kostenlose Zertifikate, wenn ihr Tools wie Plesk oder wie auch immer einen eigenen Server habt, oder, dann könnt ihr Let's Encrypt-Zertifikate quasi kostenfrei erstellen. Und das solltet ihr auf jeden Fall heutzutage nutzen. Ich meine, das kennt ihr ja. Nein, alle 3 Monate. Aber wenn du zum Beispiel die Plesk-Extension nutzt, die erneuert automatisch nach jedem Monat. Das heißt, du musst nie manuell erneuern. Wenn du manuell arbeitest, dann musst du natürlich per Hand nochmal neu. Aber ist ja auch geschenkt im Grunde. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, dass man tauscht halt Schlüssel aus und man hat eine verschlüsselte Verbindung. Und das hat ja auch nicht nur Sicherheitsaspekte, sondern auch Ranking-Faktor von Google wird natürlich auch jetzt stark gepusht. Hat nur Vorteile. Das heißt, versucht alles, was ihr ins Web reinstellt, alles verschlüsselt zu übertragen. Also die HTTPS zu nutzen, also das TLS. SSL nutzt man natürlich nicht mehr, das war das Vorgänger, Security Sockets Layer Protokoll, das hat Schwachstellen. Und das TLS ist quasi der Nachfolger, das Transport Layer Security und die aktuelle Version 1.2. Und das ist im Grunde auch, wird halt unterstützt von aktuellen Webservern, von allen Versionen und auch alle Browser unterstützen das. Also aktiviert das und nutzt es. So sieht es natürlich aus, das kennt ihr ja alle, so ein grünes Schlösschen. Und dann seht ihr, dass ich hier zum Beispiel Let's Encrypt nutze. Dafür muss man jetzt nicht mehr zahlen. Weil natürlich war es wichtig, warum das hier kostenpflichtig war, weil man braucht ja eine externe Instanz, die quasi die Schlüssel validiert, den Zertifizierungsschlüssel, das Zertifikat. Und Let's Encrypt tut es halt kostenlos jetzt. Deshalb kostet es auch nicht und ist sehr schnell eingerichtet, sehr schnell gemacht. Also heutzutage muss keine Seite mehr nur und über HTTP ausgeliefert werden. So sieht das Ganze aus, wenn ihr im Browser das anschaut, dann habt ihr halt diese Zertifikate, Fingerprint und so, das ist jetzt irrelevant, da müssen wir nicht drauf eingehen, das wollte ich euch noch zeigen. Das könnt ihr dann, ihr könnt dann HTTPS erzwingen über Joomla. Das bedeutet aber, hier haben wir genau das gleiche Problem, alles was über Joomla geht, also über das Joomla-System, nur das wird quasi abgefragt und auch umgeleitet. Das heißt, die normalen Seiten werden über HTTPS geladen, aber die Bilder, wenn die über HTTP eingebunden sind, werden weiterhin über HTTP eingebunden, also geladen. Und das ist natürlich schlecht, da hat man diesen Mix-Content-Problem. Besser wäre es natürlich, wenn man alles über HTTPS quasi laden lässt, die komplette Seite. Und da kann man natürlich nicht auch das ist zum Beispiel eine Umleitung, wenn man einen Request über HTTP hat, ist nur ein Beispiel von vielen. Man kann auch den Port abfragen, der Port ist anders über HTTPS. Man kann viele Sachen, weil der HTTP hat ja 80er-Port, genau, 443, kann man Port abfragen. Und so macht man das, dass man halt über die HTTPS, also über eine kleine Zwei-Zeilen-Regel, kann man quasi alle Requests, die auf den Server eingehen, kann man einmal umleiten auf eine HTTPS-Version. Und das Gute ist, hier sind natürlich auch Bilder inkludiert, XML-Dateien, JavaScript, alles wird dann über HTTPS quasi geladen, nicht über HTTP. So. Das wollte ich auch noch nennen. Es gibt so ein Header-Field. HSTS, HTTPS Strict Transport Security. Damit kann man das Laden quasi erzwingen über einen verschlüsselten Kanal. Das heißt, wenn ich eine Anfrage habe und da sagt, kann der Server als Header-Field mitschicken, Strict Transport Security. Und wenn du das mitschickst, dann darf der Browser alle anderen quasi Requests nicht über HTTP, nicht über einen unverschlüsselten Kanal quasi akzeptieren. Und er darf nur noch HTTPS-Requests akzeptieren. Und das hilft natürlich gegen Security-Sicherheitsprobleme, wie zum Beispiel Man-in-the-Middle-Attacken und solche Sachen. Und das ist auch relativ einfach. Man kann es ich habe es, glaube ich, nicht aufgesetzt. Man kann es auch über eine HTTP-Access-Regel oder wie auch immer setzen. Also man muss einfach nur einen Header vom Server mitgeben. Und da kann man auch die Zeit definieren. Zum Beispiel die nächsten 2 Jahre oder 2 Monate sollen nur über HTTPS gehen. Meistens macht man es über ein Jahr. Dann habe ich noch zwei Beispiele, wie man zum Beispiel Cache Control nutzen kann. Zum Beispiel mit einem Modul, mit einem Apache-Modul, Emotex Bias. Da kann man zum Beispiel sagen, dass bestimmte Dateitypen, wie lange die vorgehalten werden sollen im lokalen Speicher-Storage, Speichermedium.
Zum Beispiel der Browser, zum Beispiel JavaScript, soll er zum Beispiel, wenn sie beim ersten Laden lädt er sie und dann speichert er sie und dann soll er sie einen Monat lang, quasi aus dem internen, solange sie vorhanden sind natürlich im internen Speicher, soll er sie aus dem internen Speicher laden. Und das hilft natürlich auch ganz gut, auch die Requests auch zu minimieren und bisschen so die die Ladegeschwindigkeit zu verbessern. Und es gibt was Ähnliches, es gibt Mode-Headers. Da könnt ihr noch ein bisschen feingranularer quasi definieren, welche bestimmte Dateiendungen und wie lange sie halt quasi im Cache gehalten werden. Und Public bedeutet, dass sie halt, dass sie egal für jeden, also nicht für bestimmte, wie war das nochmal, nicht für bestimmte User, sondern im lokalen, im generischen Speicher, quasi allen Usern, die, wie war das nochmal? Ich bin gerade, genau, der Shared Cache war das, genau. Also nicht im Shared Cache. Das heißt, pro User, wenn du Private hast, dann wird natürlich nur für diesen bestimmten User quasi, über die Session-ID wird es natürlich festgelegt, nur für diesen User wird es nicht gecached. Ja, ich bin gleich fertig. Und Public ist natürlich unabhängig vom User. Das heißt, wenn die Datei existiert, egal welcher User quasi die geladen hatte, dass er sie lädt. Genau, das könnt ihr zum Beispiel auch eintragen und das hilft natürlich auch, solche Sachen quasi dem Browser halt zu sagen, okay, cache die Sachen und lass sie nicht nochmal neu vom Server. Genau, ich bin gleich fertig, Jens. Genau, es gibt natürlich auch externe Tools, mit denen ihr eure Webseiten testen könnt und die euch auch coole oder gute Tipps geben können, was ihr besser machen könnt. Zum Beispiel PageSpeed Insights kennt ihr wahrscheinlich alle, wo ihr eure Seite quasi aufrufen könnt und er zeigt euch an, was ihr noch verbessern könnt. JavaScript, above default JavaScript, quasi Einbindungen, CSS, Bildgrößen optimieren. Und Webpage, die drei unteren Sachen, die prüfen halt First Byte. Was passiert, wenn ich die Seite nochmal aufrufe? Kommt sie aus dem Cache? Wie verändern sich die Ladenzeiten? Und darüber kann man halt sehr viele Metriken auslesen und halt, um weiter zu optimieren. Und im Grunde bin ich jetzt am Ende. Habt ihr noch Fragen, wenn wir noch Zeit haben? Gerne. Kannst du einstellen. Dir wird das Cookie mitgegeben und Browser halt festgehalten. In meinem Plugin, ja. Ich glaube, das ist auch ein Plugin drin. Achso, nee, da wird, glaube ich, nicht, nee, genau, das wird aus den globalen Einstellungen genommen. Ich habe es umgeschrieben, damit es bei mir in den Plugin-Einstellungen, in den globalen Einstellungen, wenn du da 15 Minuten stellst, dann wird der 15 Minuten quasi die statische Datei und danach wird sie regeneriert. Okay, vielen Dank euch und viel Spaß euch noch. Applaus